So. Mal sehen, wie das jetzt weitergeht. Mit dem Ladebalken. Was euch wahrscheinlich ebenso sehr nervt für die Ladebalken, ist es, wenn ich die Ladebalken kommentiere, denn das geschieht mindestens genauso oft, wenn nicht sogar noch öfter. So. Also ab in die Marke hielt und ich verspreche euch, diesen Ladebildschirm werde ich nicht kommentieren. Aber macht es es besser, wenn ich davor sage, dass ich den Ladebalken nicht kommentieren werde? Dann kommentiere ich ja schon vornherein schon mal was. Die nächstbeste Taverne. Wow. Also, was gibt es? Vorne, durch vorne kannst du durch die Tür, aber andersrum geht's nicht. Sola, lass Tekus in Ruhe. Nun, was wollt ihr? Wir haben den Auftrag mehr oder weniger erfüllt. Und? Was habt ihr über Jelen herausgefunden? Naja, wir haben dieses Tagebuch gefunden und Jelen ist tot. Zeigt her! Tendak! Folgt mir! Das muss ich mir genauer ansehen! Wow! Also, sausen kann sie mal. Kann sie mal sehen, ob wir da mithalten können. Es wird allmählich Zeit. Okay, unsere kleine Sorla ist hier ja wirklich ziemlich schnell auf den Beinen. Die ist schon da hinten. Nicht schlecht. Wir brauchen halt immer ein bisschen länger. Wow. Das war nicht gut. Wisst ihr, was das war? Du hast irgendwas ins Feuer geworfen. Die Essenz eines Knochenwandlers wäre sicherlich kein schöner Anblick gewesen, wenn einer durch Koroll gelaufen wäre. Die Biester fressen Lebendiges wie andere Salzreis. In Caldera hatte damals einer von ihnen die halbe Stadt ausgelöscht. Nun gut, ihr sagtet, ihr sucht nach fähigen Rittern. Wie hoch ist euer Angebot? Tja, die fackelt nicht lange und fragt zuerst mal nach ihrem Lohn und danach erst, um was es überhaupt geht. Ruhm und Ehre haben noch niemanden satt gemacht. Und ich esse gut, Held von Quatsch. Na gut, 2500 monatlich. Ich glaube, das dürfte auch für dich genügen. Ah, scheint mir ja fast so, als ob mir mein Ruf vorausgeeilt ist. Oder ihr seht reicher aus, als ihr ausschaut. Gut, ihr habt mein Schwert, Held von Quatsch. Sagt einfach wann und wo. In der Kaiserstadt, im Palastbezirk. Und zwar so bald wie möglich. Im Palastbezirk? Ihr seid wirklich für Überraschungen gut, Held von Quatsch. Ihr werdet mich nicht missen. Bringt nur das Gold und ich bringe mich. Deal! So. Aber weiter im Text. Ich engagierte Sorla und versprach ihr ein Beutelehen von 2500 Septimen monatlich. So. Und in die nächste Stadt. Jetzt geht es nach... Wir haben noch... Ja, zwei müssen wir noch anheuern und Helgard, von dem wir aber nicht wissen, wo er ist. So. Ab nach Bruma und so wie es aussieht, ins Schloss. Da-da-da-dam. Aber ist Thoralf, der in Bruma ist, dieser Nord aus Skyrim, ist er nicht irgendwie Leibwächter der Gräfin oder irgendwie so? Naja. Wie auch immer. Hinein in die Eingangshalle. Tja, was ich eigentlich ein bisschen schade an Oblivion finde, dass die Türen alle dasselbe Geräusch haben. Oh, mit Bart, ein echter Nord. Für alle, die Oblivion nicht so gut kennen, im normalen Oblivion gibt es gar keine Bärte. Aber die Modder haben auch hier eine Lösung gefunden. Seid gegrüßt, Meister. Ihr seid doch der Held von Quatsch, nicht wahr? Ich habe gehört, was ihr hier im Flachland geleistet habt. Respekt. In Himmelsrand tragt ihr den Titel Eistrolltöter und genießt hohes Ansehen unter allen Stämmen. Ich dagegen stehe hier tatenlos herum. Tja, dann kann ich hier helfen. Werdet mein Ritter. Starke Nords mit irgendwelchen großen Zweihandwaffen oder so.
sind doch bei uns immer gerne gesehen. Ich danke euch für dieses Angebot, aber ihr missversteht mich. Ich kann nichts tun, weil mein Hammer gestohlen wurde. Ein Mann ohne Hammer, das ist doch lächerlich. Denkt ihr nicht auch? Aber möglicherweise könnt ihr mir helfen. Ja, ganz sicher könnt ihr das. Kommt mit, ich zeige euch wo. Oh, da hat der arme Nord anscheinend seinen Hammer verloren. Wow, und trotz seiner Stämmigkeit ist er auch ganz schön flink auf den Beinen, wenn auch nicht ganz so schnell wie Sorla. Thoralf sagte, er vermisse seinen Hammer. Nun will er, dass ich ihm folge. Dann folgen wir ihm mal. Und geben ihn seinem Hammer zurück im Gegensatz für seine Dienste. Das klingt auch nach einem fairen Handel. Ach ja, und hier, bitte einmal bewundern, der Retter von Bruma, alias wir. So, nachdem wir unsere Statue besichtigt haben. Die Statue ist übrigens, wird im Normalspiel hinzugefügt. Also, sobald man im Hauptquest die Schlacht um Bruma gemeistert hat, bekommt man da so eine schöne Statue spendiert. Ich hoffe mal, es ist nicht allzu weit, mein lieber Thoralf. Weil unsere Aufnahmezeit neigt sich dem Ende zu. Meine Festplatte läuft wahrscheinlich hier schon ziemlich voll. Nicht, dass uns hier das Ganze noch abbricht. Das wäre ungünstig. Wo willst du denn hin? So, hier ist es. Vor ein paar Tagen habe ich hier in der Nähe Holz gehackt. Meinen Hammer hatte ich bei meiner Tasche da drüben am Baumstamm lehnen. Als der Baum fällt, drehe ich mich um und sehe, wie eine Ratte den Hammer in die Höhle zieht. Ein Mordsvieh war das. Tja, und seitdem habe ich meinen Hammer nicht wieder gesehen. Aber alleine gehe ich da nicht rein. Bin ja nicht lebensmüde. Aber jetzt seid ihr ja hier. Geht voran! Und wir werden den stinkenden Ratten in den Hintern treten. Ja. Ab in die Höhle zu den unheimlichen Gefahren. Ausgehend von gefährlichen Monsterratten. Okay, kann es sein, dass Thoralf ein bisschen schreckhaft ist? Okay, er hat seinen Hammer nicht, aber trotzdem. Wow, hier ist es ja wirklich gescheit dunkel. Wir konnten gerade ohne Lichtzauber überhaupt nichts sehen. Monsterratte Nummer 1. Davor hattest du Angst? Ich meine, die kann man auch mit bloßen Fäusten fertig machen, mein lieber Thoralf. Liegt hier schon irgendwo der Hammer rum? Vielleicht sollten wir unser Schwert lieber gezogen lassen. Was war das? Und wie es hier riecht? Wie faules Fleisch? Und? Wisst ihr was? Ich werde oben die Stellung halten und unseren Rückzug decken. Ihr holt derweil den Hammer und beeilt euch, damit wir so schnell wie möglich wieder hier rauskommen. Der scheint wirklich nicht besonders mutig zu sein, zumindest was dunkle Höhlen angeht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist Unto irgendein Wort, das ich nicht kenne. Vielleicht, weil ich mich mit dem Lore von The Elder Scrolls nicht gut genug auskenne. Oder, was ich wahrscheinlicher finde, er hat das Wort nur halb gesagt und meinte eigentlich Untote und es riecht hier nach Untoten. Damit hätten wir natürlich wenigstens ein bisschen Herausforderung. Schauen wir mal, ob uns hier außer Ratten noch etwas anderes erwartet. Hier ist schon mal ein offener Sarg. Oh, und hier scheint es nach unten zu gehen. Ein paar Spinnennetze. Das sieht hier nicht sehr freundlich aus. Aber ein Goldamulett. Damit hat sich das Ganze schon gelohnt. Damit können wir uns dann irgendwann einen neuen Midas-Zauber machen, wenn wir wieder mal Midas Magic zocken. Oh, okay. Ich höre schon wieder Leute und da die bestimmt nicht irgendwelche freundliche sein werden, sind es entweder Banditen. Aber das ist eher unwahrscheinlich. Also werden es wahrscheinlich Vampire oder Vergleichbares sein. Und ich glaube, uns bleibt keine andere Möglichkeit, als hier runter zu springen. Bäh. Autsch.
Oh ja, da machen sich welche unsichtbar, dann werden es wohl Vampire sein. Kommt ihr auch mal. Stellt euch mir in einem fairen Kampf. Hallo? Oh, die scheint sich durch die Tür zurückgezogen zu haben. Dann gehen wir mal in die tiefe Gruft. Jetzt kommen sie. Oh oh, ich befürchte, ja, wir haben uns mit der porphyrischen Hämophilie, auch Vampirkrankheit genannt, angesteckt. Das heißt, wenn wir sie nicht demnächst kurieren, werden wir selber zum Vampir. Aber ich würde sagen, wir haben genug Krankheitsheilungseffekte, die wir uns schnell genehmigen können. Ich glaube, 3 Tage werden wir hier nicht verbringen, also erledigen wir erstmal alle Vampire, bevor wir die Krankheit heilen. Bevor wir gleich nochmal angesteckt werden. Vampir-Agent darf jetzt den Tod auskundschaften. Rüstungsmäßig stehen die nicht allzu schlecht da, aber sie kommen natürlich an unsere Assassinenrüstung noch nicht mehr annäherungsweise heran. Brenne in meinem Licht, du abscheuliches Monster! Vielleicht sollte ich meinen Mund nicht zu weit ausreißen. Immerhin bin ich in Skyrim selbst ein Vampir. So, hinfort mit dir. Vampirstaub schadet nie. Thoralfs Hammer. Ich fand Thoralfs Hammer in einer vampirenverseuchten Gruft. So, und hier komme ich durch. Das heißt, wir müssen nach da. Und was uns am Ende dieser vampirerfüllten Gruft mit spinnenumwobenen Wänden noch alles erwarten wird, das seht ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Oblivion Quest Mods, der Orden des Drachen. Bis dann, meine Freunde. Auf bald, euer Tiber Octum. So, hallo meine Freunde, und hier sind wir wieder bei Let's Play Oblivion Quest Mods, der Orden des Drachen. So, wir stehen hier mitten der Spinnweben und sollten uns schnell wieder einen Lichtzauber einwerfen. Und vor allem sollten wir mal weitermachen, da wo wir das letzte Mal aufgehört haben, bevor die Spinnen kommen, uns ins Hirn kriechen und uns auffressen oder sonst was mit uns anstellen. So, für unseren schnellen Start ohne lange Vorrede werden wir gleich schon wieder mit einer Perle, einem Topas und einer unreinen Perle belohnt. Das ist doch schon mal ganz gut. Vor allem, wenn wir irgendwann mal Midas weitermachen, werden uns die Edelsteine bestimmt noch von Nutzen sein. So, so, wen haben wir denn hier? So, hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Vampire, oder... Da ist noch eine. 2 Vampire, die uns ans Leder wollen. Blut. Ich brauche euer Blut. Ich brauche deinen Vampirstaub. Was wir noch ein bisschen mehr als Blut oder Vampirstaub brauchen, ist der Schlüssel zu der einen Tür, wo wir momentan noch nicht reinkommen. Bow of Lightning, 2204 Gold wert, aber ich glaube, wir nehmen uns einfach mal die Pfeile. Der Rest kann uns momentan gestohlen bleiben. Geld haben wir noch genug. Platz haben wir zwar auch noch einiges, aber den sollten wir lieber aufmachen. Ach ja, und im Sarg des Patriarchen haben wir auch den blutigen Gruftschlüssel. Und damit kommen wir dann hier hoffentlich auch raus. So, noch schnell ein Lichtzauber und die Illusionsfertigkeit verbessert und ja, mit dem blutigen Gruftschlüssel geht es hier weiter. Wie sieht es denn auf unserer Karte aus? Ja, hier geht's in die verfluchte Mine.